Ich lese, Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei der Schuppenflechte. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Diese werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Und ich bin angekommen bei einer Wirkstoffgruppe, nämlich Glucocorticoid und Vitamin D Abkömmling äußerlich, und das wird äußerlich angewendet. Und das Ganze ist grün bewertet, geeignet bei Schuppenflechte in der Anfangsbehandlung, wenn die Zusammensetzung und Dosierung den individuellen Anforderungen entspricht. Glucocorticoid und Vitamin D-Abklömmling in Klammern äußerlich. Betamethason gehört zu den stark antientzündlich wirkenden Glucocorticoiden. Calcipotiriol, ein Vitamin D-Abklömmling, wirkt ebenfalls entzündungshemmend und dämmt die Hautschuppung ein. Betamethason und Calcipotriol äußerlich, grün, geeignet bei Schuppenflechte in der Anfangsbehandlung, wenn die Zusammensetzung und Dosierung den individuellen Anforderungen entspricht. Der erläuternde Text. Insbesondere in den ersten 2 bis 4 Wochen einer Behandlung kann die kombinierte Anwendung der beiden Wirkstoffe den Hautzustand rascher verbessern als die Einzelmittel. Wichtig zu wissen. Mehr als ein Drittel der Hautoberfläche sollten Sie nicht bestreichen. Im Gesicht oder im Genitalbereich sollten Sie die Arznei möglichst nicht, zumindest nicht über längere Zeit, anwenden. Meist bessert sich das Hautbild innerhalb von 2 Wochen. Länger als 4 Wochen sollten Sie die Arznei nicht anwenden. Neben schwachen Nebenwirkungen wie eine leichte Verfärbung der Haut können Glucocorticoide in Einzelfällen auch stärkere Begleiterscheinungen haben. Insbesondere wenn Sie großflächig über lange Zeit unter einem Foliensalbenverband oder in Augennähe angewendet werden, kann sich der Augeninnendruck so erhöhen, dass es zu einem Glaukomanfall kommt. Dieser äußert sich durch gerötete, schmerzende Augen, geweitete Pupillen, die sich bei Lichteinfall nicht mehr verengen, sowie sich hart anfühlende Augäpfel. Suchen Sie unverzüglich einen Augenarzt oder die nächste Notfallambulanz auf. Eine Erblindung kann drohen. Falls Sie das Medikament längere Zeit im Gesicht anwenden, kann sich die Haut um den Mund herum entzünden. Deshalb sollten Sie Glucocorticoide dort möglichst nicht auftragen. Treten Herzrhythmusstörungen sowie Herzrasen oder Herzstolpern auf, müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Wirksamkeit und Verträglichkeit sind für Kinder und Jugendliche nicht nachgewiesen. Sicherheitshalber sollten sie deshalb nicht mit Daivobet behandelt werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Über die Anwendung in der Schwangerschaft liegen noch keine ausreichenden Daten vor. Sicherheitshalber sollten Sie die Medikamente nicht anwenden. Auf die Brust dürfen Sie Gel oder Salbe während der Stillzeit nicht auftragen. Es geht weiter mit Methotrexat, innerlich angewendet und das ist grün bewertet, geeignet bei schwerer Schuppenflechte, wenn äußerlich anzuwendende Mittel oder eine Lichttherapie nicht ausreichend wirksam sind.